3, 2, 1, go. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Evolved mit mir, dem Torben und dem Tobi. Und ihr merkt vielleicht, dass nur ich rede, weil ich habe die Tonspur leider teilweise verloren, die kommt nachher wieder. Aber wir hatten kurz vor, da hinten seht ihr einen Kanu rumlaufen, wir sind weit weg von zu Hause. Und dann haben wir diesen schönen hohen Felsen gesehen, auf den wir drauf konnten und dachten uns, so ein Kanu wäre schon ziemlich geil und haben uns dann überlegt, ihn einfach mal zu betäuben und dann haben wir versucht, ihn zu zähmen. Da unten seht ihr schon Tobi rennen und mit der Steinschleuder auf ihn schießen. Hat auch dann den halt getrackt, sag ich mal, und der kam ihm nun schön hinterhergelaufen. Und da hatte ihn perfekt gelockt, sodass ich ihn dann abschießen konnte. Dann hatte er mich. Und wie ihr seht, kam er dann nicht an uns dran. Das war ziemlich knapp, aber es hat gut funktioniert. So konnten wir ihn dann schön mit Steinen beschießen. 47 hatte ich davon noch im Inventar. Dann lief er einmal zwischenzeitlich weg, aber nur um dann mit neuem Anlauf wiederzukommen. Das war glücklich. Da haben wir uns schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass er jetzt abhaut. Aber dann kam er wieder über die Steine gerannt. Und dann hat er mich nochmal frech angeguckt da unten. Und so konnten wir ihn dann im Endeffekt, wie ihr gleich sehen werdet, Moment, wir warten noch, also wir haben ihn ordentlich beschossen. Der war Level 14, der Kano, also ein ordentliches Tier für uns. Hätte uns vermutlich fertig gemacht, aber so konnten wir ihn dann schön beschießen und dann fiel er im Endeffekt endlich um. Wir natürlich direkt runter vom Felsen und ans Inventar, genau. Dann haben wir ihn ein bisschen aushungern lassen und Narcroberries rein, hatte Tobi noch in seinem Raptor drin. Und dann haben wir ihn, also er hatte noch mehr als nur die eine, die da jetzt drin ist. Und dann haben wir ihm im Endeffekt versucht zu zähmen. Und das seht ihr jetzt gleich nochmal ein bisschen, also packen wir nochmal ein bisschen Fleisch rein jetzt, glaube ich. Müssen wir noch einmal kurz gucken. Ja, machen wir, oder? Ja, wunderbar. Hatte schon 38 Fleisch zum Essen. Wobei er überhaupt gar nicht frisst, leider. Das ist ein bisschen schade. Aber sollte er gleich. Ja, jetzt so langsam vielleicht. Ist bei 2370 Food. Natürlich, der ist noch relativ satt, hat auch schon ordentlich Leben verloren, wie ihr seht. Hat nur 500 Leben generell gehabt, was schon ein bisschen bitter ist. Aber den kann man ja hinterher noch ableveln und der kriegt ja auch noch Level dazu. Im Moment kriegt er wie viele dazu? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall isst er im Moment nichts. Aber ich denke, das sollte gleich soweit sein. Ich nehme nochmal das Fleisch raus und tue das nochmal dem Raptor rein. Ich denke das andere auch nochmal, damit er ein bisschen aushungert. Ja, das mache ich auch nochmal. So, ich packe den nochmal raus und packe das alles nochmal in den Raptor rein. Das halte ich dann im Endeffekt für eine bessere Idee. Genau. Gut. Nehmen wir nochmal Beeren, damit ich selbst was futtern kann. Na komm. So, sehr gut. Und dann haben wir auch wieder ein bisschen was gegessen. Ah, jetzt ist natürlich auch noch meine Fackel kaputt. Wunderbar, so soll das sein. Können wir uns aber direkt neu machen, zum Glück. So, jetzt ist aber 2350 Food. Da lasse ich ihn noch ein bisschen weiter aushungern, damit er dann direkt starten kann. Wobei der wahrscheinlich trotzdem relativ lange dauern wird. Ach so, Leute, und was wir vergessen haben zu zeigen, da hinten seht ihr ihn. Da war ein Schnieker Alpha T-Rex, der uns in den Weg kam. Ist Gott sei Dank stuck da hinten in den Bäumen und kann jetzt nicht kommen. Aber da müssen wir richtig aufpassen. So. Und wir haben ja auch das Glück mit so einem Kano, wenn wir den abgelevelt haben, können wir auch unseren ungewollten Besucher im kleinen Tal von uns töten. Nämlich den schönen Alpha Raptor. Mit unserem Kano dann und den Raptoren können wir den dann schön chillig töten. Die Frage ist natürlich, ob wir es schaffen, wirklich diesen Kano zu zähmen. Und das ist halt die einzige Frage, die man sich hier stellen mag. Weil er braucht vermutlich ziemlich lange. Ich packe das Fleisch nochmal wieder rein. So. Und rein da.
Zack, wunderbar. Jetzt frisst er auch, hat er eins gefressen. Sehr gut, Kano. Mal gucken, wie weit du bist. Oh ja, das wird ein bisschen dauern. Und ja, liebe Leute, deswegen würde ich sagen, packen wir hier einfach mal einen Zeitraffer rein. Zeitraffer in 3, 2, 1, jetzt. So, Leute, da sind wir wieder nach dem kleinen Zeitraffer. Also, was heißt klein? Ja, doch, er war klein. Und für uns kannst du. Fragezeichen. Oh, du gibst mir alles. Ja, und einen kleinen Cut am Ende. Aber das habt ihr ja gar nicht bemerkt. Haha. Ja, doch. Ich wollte eigentlich einen schönen flüssigen Übergang. Aber dann ist Tobi zwischendurch rausgeflogen. Habt ihr ja wahrscheinlich mitbekommen. Also, kurzzeitig gesehen, dass ich leften musste. Und jetzt ist es soweit. Der Kano ist so gut wie voll. Krieg 5 Level dazu. Und dann haben wir auch schon zwischenzeitlich das nächste Ziel gefunden, also was wir danach vorhaben. Wir haben nämlich etwas weiter oben 4 Raptoren gesehen und ich brauche ja noch einen, weil Tobi kann jetzt den Sattel machen. Hast du noch ein bisschen mehr Sachen für mich eventuell, die ich hatte? Oder nicht? Hä, was? Hatte ich noch irgendwas? Also ich brauche Essen erstmal. Ja, ich habe auch nichts mehr, deswegen. Oh, fuck. Genau, hier ist unser nice Base. Genau, weil ich zwischenzeitlich von einem anderen Kano getötet wurde. Habt ihr leider nicht mit drauf. Und dann haben wir hier einmal ein Sleeping Bag, der gehört aber nur dem Tobi. Und dann muss er halt auch noch so ein kleines Bett hier hinbauen. Ja. Ist sowieso ganz praktisch, sowas sollte man eigentlich immer machen, wenn man einen längeren Dino zähmt halt. Ja, aber ich meine, man kann nur draus lernen. Genau, so ist es. Boah, ich sammle jetzt gerade mal Bären für mich. Ja, ich muss auch Bären sammeln, ganz ehrlich. Dreckig. Ja, einer sollte beim Kano bleiben, falls er aufwacht. Aber tut er nicht. Nein, oder meinst du, falls er gezähmt wird? Ja, keine Ahnung, kriegt man doch diesen coolen Eintrag da in sein geiles Buch, oder? Ja, das stimmt. Aber den kriegt man, glaube ich, auch so. Da kann man dann einfach die Spezies. kann man da auf jeden Fall nachgucken und was sie so drauf haben, glaube ich. Ich weiß aber gar nicht, ehrlich gesagt, wie man das Buch öffnet. Ich kriege halt gerade auch gar keine Narcos, aber ich denke, das sollte reichen, aber trotzdem. Wir brauchen ja für die Raptoren welche. Ja, da gehen wir runter zum Strand. Ich habe keinen Bock mehr hier oben zu sein. Der steht. Level 19. Steht. Lol, Cardinal. Leute. Wir haben ihn gezähmt. Wir haben keinen Namen. Sollen wir die Zuschauer... Alter, was macht der? Wehe, der buggt. Nein, gut. Alter. Ja, kleiner Größenunterschied nochmal. In unserer Familie, sage ich mal. Leute, es ist soweit. What the fuck, hat das lange gedauert? Das war locker eine Stunde, die wir mit dem beschäftigt waren. Guck dir die mal nebeneinander an. Guck dir mal die verkrüppelten Arme von dem an. Die sollen sich nicht bewegen. Guck dir das mal an. Ja, guck dir mal die verkrüppelten Arme von dem an. Ja, ja, der Größenunterschied ist riesig. Nein. Also das ist normal so, aber es sieht irgendwie krüppelig aus, wenn man mal ehrlich ist. Ich weiß nicht, eventuell haben wir mit den Steinen doch ein bisschen zu hart getroffen. Ah, nice. So, ich brauche ein bisschen Wood kurz.
Bin sofort wieder Wir da. gucken mal die Stats an. 588 Leben hat er, 360 Stamina, 165 Oxygen, 2911 Food, dann 318 Weight, 211 Fleisch ist da noch Damage. Drin? Da müssen wir was gut. braten, bitte. Ja. Ich übernehme das. Hast du noch Holz? 11 Stück brate ich. Nee, ich habe kein Holz. Okay, dann bringe ich dir ist eventuell noch was. Wo ist eigentlich unser Feuer? Oben beim Kanu. Also. Achso, der hat sich ja bewegt. Na, hier ist es. Sehr gut. Ich bring dir Holz. Hey. Was ist. Oh, gut. Leute. Es laggt. Es laggt. Oh, gut. Puh. Boah. Jetzt gerade hat es bei mir aber ordentlich geleckt. Naja, hat sich wieder. Der Kano, Alter, mit seinen zwei Hörnern. Und dem Face. Und den verkrüppelten Arm. Ach Tom, du kriegst noch einen Waterskin von mir. Also, was ist geplant? Wir wollten den jetzt auch noch ableveln nachher und dann irgendwann mal auf den Alpha Raptor gehen, aber dazu brauchen wir noch was. Hier, Tom, der ist für dich. Bitte fall nicht runter. Oh nein! Hab ich dich? Hab ich dich? Jetzt hab ich dich. Gut. Feuer. Na komm, da muss das fertig werden. Tobi, kannst du mir noch meine Tom, Rüstung reparieren? Guck mal. Bitte. Nice! Kannst du mir noch meine Rüstung reparieren? Alter, du bist ein bisschen zu schwer, glaube ich. Tobi, du bist ein bisschen zu schwer. Wieso? Verstehe ich nicht. Ach wieso, der hat doch nur 134 Way. Warte, ich lad mal was in Kano um. Ja, und kannst du mir noch meine Rüstung reparieren? Ja, pass auf, ich leg jetzt eh was richtig übel viel in Kano. Okay, ja, so viel hat wenn er auch du den nicht weglonken würdest. Nee, mach ich nicht, ich stehe im Feuer. Bist du der Kano? Nein. Kano. Okay, ich muss absteigen. Kano, perfekt. Bam. Bam, 37 Stein, bam. 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 Alles wird da reingeworfen. Alles. Also Kano Saddle kriegt man ab Level 50. Das heißt, wir haben das vor. Aber liebe Leute, ich würde sagen, ich kann es gar nicht einschätzen, wie lange das jetzt schon geht. Ist halt eine Zeitraffer. Genau, aber ich würde einfach mal sagen, das war's von dieser Folge. Wir haben den Kano gezähmt. Falls ihr Vorschläge habt für einen Namen, schreibt ihr einfach mal in die Kommentare. Uns fällt nämlich nichts ein und wir brauchen was Cooles. Bis dahin würde ich sagen, achso, wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich eine positive Bewertung da und abonniert, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Haut da rein, bis morgen und ciao. Tschüss. Bis, ach ja, tschüss, sag nochmal. Tschüss. Tschüss. Jo Leute, da bin ich nochmal, der Torben vom Schnitt wieder, nur diesmal ohne Facecam, haha. Ich wollte euch nur noch mal als kleines Wort zum Schluss hier sagen, dass mir die Folge selbst nicht ganz so gut gefallen hat. Erstmal natürlich die Audiospur war weg, dann war sie mir zu kurz. Die soll ja normalerweise 25 Minuten lang sein. Ich konnte es einfach nicht einschätzen. Und da muss ich euch auch noch viel erzählen, was alles in der Zwischenzeit passiert ist. Habe ich auch nicht gemacht. Allgemein hat sie mir nicht so gefallen. Nächste Folge geht's wie gewohnt dann weiter und wieder in bekannter Qualität. Freue ich mich schon drauf, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Lasst doch trotzdem eine positive Wertung da und abonniert. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, jetzt endgültig. Ciao.